Einen wunderschönen, was auch immer. Oh, ich rucke. Naja, das schockt mich jetzt auch nicht. Ja, also Review. Wie geplant, wie angekündigt. Ich glaube, ich muss das hier mal ein bisschen runterbiegen. CPU-Last 14%. Eigentlich alles. Achso, ich sollte vielleicht mal kurz gucken, ob ich hier zu hören bin. Ja, bin ich zu hören. Gut, kommen wir doch gleich zur Sache. Ich habe nur vergessen, die Tastatur hier aus dem Weg zu. Ich habe immer Angst. Ich lege die Tastatur nämlich auf das Notebook drauf. Ich bin ein bisschen durch den Wind heute Abend. Das, die Kamera auch, das ist auch schön. Es geht, ich zeige das jetzt mal in diese Kamera. Ich hoffe, das kiet nicht zu sehr. Oh. Es kiet nur ein ganz kleines bisschen. Da muss ich es hinhalten. Es geht um dieses Set. Die, was ist das? 21345. 516 Teile. Lego Ideas Set. Okay. Was gibt es dazu zu sagen? Ich habe mal wieder ein paar Tabs aufgemacht. Ein paar Browser-Tabs. Die muss ich jetzt nur finden. Erstmal muss ich meine Maus finden. Das ist zwei Monitore und schon komplett überfordert. Gut. Den Karton haben wir. Der kann weg. Wo fangen wir denn an? Wir fangen einfach hiermit mal an. So. Hier haben wir das, die Lego-Seite. Die Lego-Seite sagt, ja, das ist ein Ideas-Set. Lego hat seit kurzem hier immer dieses mit den Geschenke zum Einkauf. Das finde ich total irritierend. Das ist so komplett ein Fremdkörper auf der Seite. Ja, und dann haben sie halt ihre üblichen Produktfotos. Das ist jetzt nicht ganz so spannend. Dann haben sie hier wieder ihre... Nee, das... Hier wird einem schon mal so ein bisschen verraten, dass das Ding von innen doch wieder ziemlich bunt ist. Es ist von außen bunt, aber das gehört halt so von außen bunt. Und man kriegt ein paar Fotos und man kriegt Time Zero Super Color und so weiter und so fort. Wer mir schon länger folgt, der hat gesehen, wie ich mal dieses Ding gebaut habe. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ich kann mal kurz gucken, wie lange das her ist. Oh, hier steht wieder vor einem Jahr. Ich hasse diese abstrakten Zeitangaben. Ich hätte gerne Datum, Uhrzeit etc. Ich habe es damals gestreamt, wie ich das Ding gebaut habe. Ein Review habe ich damals nicht gemacht. War noch nicht so meins. Hätte man, vielleicht habe ich beim Bauen oder nach dem Bauen ein bisschen was darüber erzählt. Aber gut, das ist ein Mock von Brick-O-Lantern. Ich weiß nicht, ob ich schon dafür was von dem gekauft habe. Jedenfalls habe ich die Anleitung damals gekauft. Kostete den Zehner. Können wir uns auch gleich angucken. Und genau. Interessant, Teile technisch. Achso, Inventory, da wollte ich mal drauf gehen. Witzig fand ich bei dem Set so einige Sachen. Der benutzt zum Beispiel, wo ist er? Da. Der benutzt einen Zylinder, der eigentlich eine Minifigur Kopfbedeckung ist, benutzt er für einen Knopf. Ansonsten benutzt er halt sehr, sehr, sehr klassische Standardteile. Das Set ist vom, steht hier vom 1. Januar 2022. Ich sagen wir mal so, das Lego-Set, das Lego-Modell benutzt einige Teile, die es vielleicht da noch nicht gab oder die er nicht benutzen wollte. Wir gucken uns das Set mal hier auch bei Rebrickable an, wegen der Teileliste, weil da sind schon einige spannende Sachen dabei. Inventory. Zum Beispiel fand ich das Teil hier interessant, musste dann aber lernen, das gibt es schon. Gab es schon 2020, so ein Brick Curved um die Ecke. Dann dieses hier kannte ich noch überhaupt nicht, ist auch erst 2023, aber schon in 13 Sets verwendet worden, auch mit Print drauf, für irgendeinen Autoscheinwerfer. Fand ich sehr exotisch. Was ich auch abgefahren, also hier dieses Herz, wird hier überhaupt nicht als Herz benutzt, fand ich interessant, gibt es aber auch schon länger. Aber es wird sehr, sehr intensiv dieser Slope Curved Inverted benutzt und den gibt es halt auch erst seit 2022. Es geht nämlich darum, die Kamera ist nach oben hin abgerundet und nach unten abgerundet. Und jetzt kann ich natürlich mit dem Slope Curved die Abrundung nach oben machen, aber nicht nach unten, es sei denn, ich benutze den Slope Curve Inverted. Guten Abend, Andi. Hab gar nicht gesehen, dass du da bist. Da kommen wir dann zu, wie Brick-O-Lantern das Problem gelöst hat, dass er es dieses Teil nicht gab, er es nicht auf dem Schirm hatte, er es nicht einsetzen wollte.
Dann haben wir eine schön bedruckte Fliese mit Polaroid drauf. Wir haben ganz viele, diese Dinger fand ich interessant, die hatte ich schon mal. Das sind Minifiguren-Schilder, die aber Stats haben und die hier für was ganz anderes benutzt werden. Und wir sehen schon prächtige, prächtige Farben, wie man es erwarten kann. Schick finde ich hier diese Kerzen, Candlestick in Pearl Gold. Und was ist hier noch? Ja, dann diese Fotos, dann die hier, die Fliese mit dem, ne, Time Zero Supercolor SX70 Landfill. Und dann haben wir hier noch eine bedruckte Fliese, die eigentlich, wo man denkt, warum nehmen sie nicht eine rote Fliese, warum nehmen sie eine weiße Fliese und drucken einen roten Punkt drauf? Hat seinen Grund, habe ich rausgefunden. Okay, und was man hier nicht sieht, es gibt auch Aufkleber, da kommen wir noch zu. So, eine Sache, über die ich immer wieder gestolpert bin bei dem ganzen Thema, es steht hier vorne auf der Kamera drauf, die Kamera heißt Polaroid Land Camera. Und ich habe gestern beim Bauen gegrübelt, wieso Land? Es gibt auch eine Water Camera oder Air Camera. Nein, das ist natürlich wieder ganz einfach. Es gibt einen Herrn Land. Edwin H. Land. Und das ist halt der Erfinder, nicht direkt vielleicht dieser Kamera, da hat es sich vielleicht nur manifestiert, das ist der Erfinder von diesem Entwicklungsverfahren. Er ist der Mitgründer der Polaroid Corporation und er hat eben ja, ein praktikables System erfunden für In-Camera Instant Photography. Also, dass man in der Kamera, beziehungsweise so richtig in der Kamera ist, könnte man darüber diskutieren, ob er in der Kamera stattfindet, der Entwicklungsprozess und schnell. Ne? Weil sonst muss man ja einen Film fotografieren, irgendwohin oder selber den Film entwickeln, davon Abzüge machen, das ist ja alles, ewig und drei Tage. Und er hat halt dieses Verfahren innerhalb von 60 Sekunden vom Auslösen bis zum fertigen Bild. Und deswegen heißen diese Kameras Landkamera, nach ihm. Wusste ich auch nicht. Gut, wie gesagt, Landkamera. Hier ist dann der Artikel über die Landkamera. Und ich habe mich gewundert, warum man beim Set die Wahl hat, diese Kamera zu betiteln mit Hilfe eines Aufklebers, entweder als 1000 oder als One-Step. Also es wird einem gesagt, du kriegst hier zwei schwarze Fliesen, du kriegst zwei Aufkleber, der eine, da steht 1000 drauf, der andere steht One-Step drauf und dann entscheidest du dich für einen von diesen beiden Dingern und baust es an die Kamera an. Und ich so, wieso? Ja, steht hier, in the United States, it was marketed as One-Step. Also in den USA hieß die Kamera One-Step und überall sonst 1000 oder 1000. Genau, es benutzt den SX70-Film, deswegen ist hier bei dem Set auch immer von SX70 die Rede, weil das der SX70-Film war oder die Kamera hieß auch SX70 und war halt eine Land-Kamera. Ach, sie basierte auf der SX70, genau, das war also die konnte man so zusammenfalten. Genau. Genau, hier geht es um die SX70 als Vorgänger, Namen-CT. So, und jetzt haben wir den Namen 1000 oder One-Step, je nach Land, Land nach Herrn Land benannt, das klingt super, und der Film heißt auch SX70, oder steht jedenfalls auf dieser Filmpackung und auf dem Set steht überall SX70 drauf, weil halt auch eine Filmpackung SX70 dabei ist. Und es war ja das Besondere, es ist ja ein Film, der quasi hinterher einen Abzug zum Ergebnis hat, wie man das auch immer nennen will. Interessant war das bei den SX70-Filmen war die Batterie mit eingebaut. Und ich erinnere mich, dass mein Vater mir mal irgendwie so ein paar Polaroid-Fotos oder er hat sich mal eine ausgeliehen, hat damit ein bisschen rumfotografiert und dann hatte ich, ich weiß nicht, war das jetzt das Foto? Nee, das war die Hülle. Also man hat halt so ein Paket, da ist das Ding drin, was hinterher das Foto ergibt und das ist halt so eine, da sind zwei Metallflächen
Und wenn man da mit einem Draht einen Kurzschluss erzeugt hat, hat es gefunkt. Weil eben in diesem Packen war halt die Kamera mit eingebaut. Das heißt, du musstest dir nie Gedanken machen, ob die Kamera, also ob die Batterie in deiner Kamera alle ist und du vielleicht gerade nicht fotografieren kannst, obwohl du es gerne tun würdest, weil in jedem Film war eine Batterie drin. Erinnert so ein bisschen an das Konzept dieser Einweg-E-Zigaretten, wo der Akku, Batterie-Akku drin ist, ne? Genau. Das soweit dazu. Was habe ich hier noch? Ja, hier habe ich dann was gefunden. Mein Laden, da wird für 45 € eine gebrauchte Land, also hier steht halt auch Polaroid 1000 Landkamera SX70. Wohl offensichtlich auch mit Film dabei. Hier sehen wir auch diese Streifen, also ne, ich sag mal rosa, rot, orange, gelb, grün, blau. Hier fehlt der rote. Da dachte ich, ja, Filme kann man heute noch kaufen, werden ja auch teilweise in Lizenz. Ich weiß gar nicht, ob es die war Polaroid nicht gekauft worden, die Marke. Naja, man kann heute immer noch kaufen. So, was habe ich denn noch? Hier, ja, hatte ich ja erwähnt. Hier können wir mal kurz reingucken. Ich mache den Ton mal weg, weil das, glaube ich, nicht spannend ist. Hier hat einer mal, so kann ich mal groß machen. Kann ich mal ganz groß machen. Hier hat einer einfach mal so ein paar Kameras, die unterscheiden sich nur so in Details mit den Knöpfen, mit grüner Knopf, roter Knopf, 1000 und One Step, aber das ist halt so die klassische Kamera, ne? Steht da 1977 in US Polaroid One Step, ne? Also wie ich gesagt habe, 1000 überall anders, in den USA One Step. Warum auch? Ich habe ja mal irgendwie gehört, dass in Amerika auch, dass der Audi 80 in Amerika Audi 3000 hieß, weil die Amerikaner meinten, das müssen mindestens vierstellige Zahlen sein. Hier ist schon mal ganz gut zu sehen, die Proportion, weil das ist nochmal ein Thema. Ja, deine Kamera, auf die komme ich auch noch. Ja, Picture Counter, das ist, ne, der Viewfinder ist da an der Seite. Wichtig, hier unten ist dieser Knopf, die Film Door Latch. Den haben sie sogar im Modell auch nachgebildet. Ja, interessant ist halt, dass der Auslöseknopf ist halt, man sieht das, der Auslöseknopf ist, steht eigentlich, naja, da ist so eine Vorwölbung. Achso, hier ganz wichtig, die Achse unten. Ne? Links ein Zahnrad und dann geht da einmal so eine Achse quer durch. Wichtig, merken. Und der Knopf hat halt so einen weißen Rand, weil der Knopf quasi in so einem weißen Ring drinne sitzt. Das ist wichtig, weil das haben beide Sets, die ich habe, haben versucht. Hier, da sind, wie gesagt, das ist diese Hülle, da ist die Batterie, diese beiden silbernen Kontakte, die da gerade zu sehen waren, das ist halt die Batterie. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier mal ein bisschen was an der Bildqualität schrauben. So. War YouTube wieder zickig. Genau, Polaroid Land Camera. Und dann drückt man, das muss ganz rein und zack, und dann Klappe zu. Was hier, glaube ich, in dem Video nicht ist, ist es leider nicht drinne, dass mal ein Foto ausgesetzt. Das ist jetzt nochmal spannend. Der Blitz. Es gab einen Aufsteckblitz. Ist ein ziemlicher Oschi, ziemlicher Kasten, der aber designtechnisch sich sehr schön anschmiegt. Oder, ne, also wenn das Ding drauf sitzt und oben haben wir, sehen wir, oben ist so ein Schlitz. Hatte Andi, glaube ich, im Stream, wo ich das gebaut habe, gesagt, für den Aufsteckblitz, zack, und dann kommt er da oben drauf, hält sich links und rechts fest und fertig ist der Lack. Und schon haben wir eine Kamera mit Blitz statt ohne Blitz. Polartronic. Gut, ich guck mal, gibt es hier noch was Spannendes? Ja, verschiedene Versionen, die Changes, die Unterschiede sind nicht mechanisch, sondern kosmetisch. Ne? Bei dem einen ist der Schriftzug zentriert, bei dem anderen ist der Schriftzug linksbündig, also nichts Ungewöhnliches. Dann hier wieder das Thema One Step im Vergleich zu 1000, also ne? One Step ist die USA-Version. Hier ist das Ding nochmal auf dem Drehteller. Achso, ne? Rechts der schwarze Knopf ist nochmal interessant, der ist halt so, kann man irgendwie die Belichtung einstellen. Und halt der berühmte Regenbogenstreifen in der Kamera. Und gerade hier von der Seite sieht man, die Kamera ist doch eher flach und tief.
Und hinten ist halt dieses charakteristische, diese, ich sag mal, ich nenne es nur diese Pyramidenform, dass eben von links, von rechts die Kamera schräg und von hinten nach vorne schräg hochläuft und dann eben dieser Viewfinder da so seitlich rausragt. Ich glaube, das reicht soweit. Jetzt wissen wir, wie die Kamera in echt aussieht. Hier sehen wir nochmal was sehr Schönes. Das hatte, ne, Andi, das ist deine Kamera. Die sieht nun sehr interessant aus. Die, ja, Entfernung für Blitz hat hier jemand mit dem Label-Ding drauf gemacht. Ne? Mensch, klein, groß, dicht dran. Und hier konnte ich entziffern Polaroid Land Camera, was sonst? Und darunter steht dann nämlich Swinger. Und dann habe ich halt mal geguckt, was findet man denn dazu? Und dann habe ich, jetzt habe ich den Link vergessen. Wurde von 65 bis 70 verkauft, also deutlich vor der, um die es heute eigentlich geht. Ja, sieht ganz anders aus. Aber wie gesagt, beim Wikipedia-Artikel, man findet die Geschichte von Polaroid-Kameras. Wir, also meine Generation, ist halt mit dieser weißen, später mit der schwarzen, aber erst mit dieser weißen eigentlich so in Kontakt gekommen. Wir können uns jetzt mal, wie wir das auch gerne machen, uns Anleitung angucken. Das hier ist jetzt erstmal die Anleitung von dem Mock. Also nicht dem, was ich gebaut habe, jetzt gerade gebaut habe, den habe ich ja auch gebaut. Und da ist halt das Interessante, wie er das gelöst hat. Man wundert sich, was baut er denn da mit so vielen Brick Modified, mit so einem senkrechten Bar? Da vorne, unten sind senkrechte, da sind vier senkrechte Bars. Was sollen die da? Ja, es ist ganz spannend. Man baut und baut und baut und baut sich hier von unten nach oben. Das hat er auch ganz cool gelöst mit diesen Streifen. Er hat hier einfach, da hat er hier einfach so Slopes genommen und damit war natürlich die Tiefe dieses schrägen Vorbaus und der Winkel war natürlich fest definiert. Und jetzt war die Frage, wie kriegt er in diesen Winkel, wie kriegt er da denn diese farbigen Streifen? Und die Lösung ist echt genial. Er nimmt einfach Plates in den verschiedenen Farben, die er haben will. Ab und zu dann mal ein Brick mit Modified mit C-Clamp und baut sich quasi diesen Regenbogen und klemmt den dann einfach mit den C-Clamps an so ein Plate Modified dran. Und legt den dann, den drückt man dann so runter und zack, hat man die Schräge, die man haben wollte. Geniale Bautechnik, finde ich. Ja, dann baut man weiter nach oben. Dann benutzt er halt für diese Pyramidenform, die ich ja gerade angesprochen habe, für die Pyramidenform benutzt er dann auch Slopes. Dann macht er hier auch wieder den Regenbogen. Dann nimmt er einfach einen Brick mit Stud on the Side und stapelt da einmal eins Bricks. Und am Ende kommt ein Technik-Brick, weil ja, wissen wir ja, die Noppe von einem Brick passt genau in das Pinloch von einem Technik-Brick. Wie gesagt, bin ich völlig geflasht. Genau, er hat das hier mit dem Auslöseknopf so gemacht. Er hat eine weiße Plate Round genommen und eine rote Fliese und die aufeinander gedrückt. Das entspricht natürlich jetzt nicht dem, was wir eben gesehen haben, dass der Auslöseknopf eigentlich in so einem weißen Ring drinne steckt. Aber wie hätte man das bautechnisch lösen sollen? Und den Zylinder, von dem ich gesprochen habe, das ist für ihn dieser Helligkeitsregler. Da nimmt er einfach einen Technikbrick, drückt da so einen Noppenpin rein, da kommt ein Stud drauf und der Stud simuliert dann quasi den Stud, den eine Minifigur auf dem Kopf hat und zack, kann er den Zylinder draufsetzen und schon hast du den Drehknopf. Gut, dann wächst das Ding weiter nach oben. Für das Objektiv hat er einen Reifen genommen, kann man natürlich auch drüber diskutieren, wie gut das ist. Ja, hier stapelt sich's weiter. Genau, weiter nach oben, weiter nach oben. Das ist bei ihm, der Viewfinder ist bei ihm ein Balken, kann man nicht durchgucken, auch ein Unterschied, aber hat auch ein bisschen was, was so, also Transclear. Dann baut man hier wieder etwas mit zig C-Clamps. Ist ganz wichtig bei diesem Set, dass ganz viele C-Clamps zum Einsatz kommen. Jetzt dreht man nämlich das ganze Ding um und diese beiden Dinger, die man gerade gebaut hat, dieses Ding und dieses Ding, die setzt man jetzt seitlich an die Brick Modified mit senkrechten Bar, drückt man die an und zack hat man umgedrehte Noppen, weil wir gucken jetzt ja von unten auf das Set und er hat mit dem Trick
hat er quasi einen Baurichtungswechsel geschafft, so dass plötzlich er Noppen hatte, die hier auf dem Bild nach oben zeigen, aber wenn wir das Set in der Realität uns vorstellen, nach unten zeigen. Ja, und dann war es natürlich kein Problem. Dann bauen wir uns eine Platte, bauen da die Bricks, die Slope Bricks, bauen eben dieses mit dem Schlitz, wo das Foto rauskommt, bauen wir uns und Platten packen es einfach da drauf. Also so hat er es hingekriegt, diese Rundung nach unten zu machen, ohne Inverted Brick, Curved Bricks, so rum. Und den so einen ähnlichen Trick wendet er dann oben nochmal an, weil oben, er hat ja das Modell mit Blitz gebaut und hier, es kommen wieder C-Clamps, es kommen wieder Curved Brick, oh Gott, Curved Bricks, Brick Curve, so rum heißen sie. Und die setzt er jetzt auch wieder so an und ihr seht es vielleicht hoffentlich, eigentlich haben wir hier Noppen nach oben, aber diese Teile, die gebaut wurden, werden einfach umgekehrt über die C-Clamps an die Bars geklemmt und zack, haben wir wieder das Problem gelöst mit den Rundungen nach unten. Genau, zack, zack, zack und das ist dann der Blitz. Ohne Blitzbirne, wie Andi gerade schrieb, hier auch spannende Technik, wir brauchen wieder diesen Regenbogen. Wir nehmen ein Plate, Bracket Plate oder so, bauen auch wieder einfach Plates 2x2 mit einer Fliese am Ende, setzen es senkrecht ein und rundherum bauen wir halt einfach weiße Steine und fertig ist unser Regenbogenstreifen. Zack und fertig ist der Lack, ja und Teileliste. Und wie gesagt, keine super exotischen Teile, ich habe das Set damals ja zu einem nicht unerheblichen Teil aus meinem Eigenbestand gebaut. Und ja, genau, ein paar Sachen musste ich kaufen. So, hier ist es jetzt so, jetzt muss ich hier mal kurz auf die erste Seite springen. Das ist jetzt die Anleitung für das Lego-Set, was ich gebaut habe. Hier sehen wir, hier wird man nicht kaschiert, man sieht sofort, dass das Aufkleber sind, wegen des Randes. Ja, und dann geht's los, Labarababa, dann, das ist der Designer, ist ja ein Ideas-Set, ne, der eben, das da eingereicht wurde. Das ist das Original, so wie er es eingereicht hat, hatte hier an der Seite noch ein Rädchen, ist weggefallen. Das konnte er natürlich nicht so schick machen, ne, weil er, ja, ich weiß nicht, wie er das überhaupt gemacht hat, diese Bedruckung oder keine Ahnung. Aber ansonsten würde ich sagen, hat Lego das schon sehr gut gemacht. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie haben sie das gemacht? Das haben sie ein bisschen anders gemacht, hier die Lösung mit den Streifen. Ich kann das gar nicht so richtig sehen, wie er das gemacht hat mit den Streifen. Das ist Herr Land. Ne? Steht das da irgendwo? Edwin Land, Inventor, Entrepreneur und so weiter und so fort. Ja, und dann die Kamera, das ist sie wieder in echt. Bisschen Gesappel. Wieder was über das Designer-Team. Das sind ja dann die Lego-Designer, die die Idee, Ideas, die das dann für Lego umsetzen. Ja, wir bauen erstmal eine Schachtel für die Filme. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber begeisterungswürdig ist halt die bedruckten Fliesen. Einmal eine Fliese, wo Time Zero Supercolor SX70 Landfilm draufsteht und dann eine, wo Polaroid draufsteht. Da war ich hellauf begeistert. Dann baut man die Kamera. Die Kamera, jetzt muss man einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Sets oder zwischen dem Mock und dem Set, werde ich jetzt mal sagen. Der entscheidende Unterschied ist, das Mock-Set ist wirklich nur hinstellen, angucken, schick finden. Mit Einschränkungen, sage ich gleich, die mir damals nicht aufgefallen sind, als ich es gebaut habe. Hier geht es darum, das Ding hat ja eine Funktion. Das simuliert ja das Fotografieren. Inklusive Filmfoto kommt raus. Und das finde ich halt ziemlich genial. Deswegen müssen wir hier auch diesen mit Scharnier- und Klappmechanismus. Und ich sage es jetzt einmal und dann versuche ich es mir zu verkneifen. Die Farbenseuche ist zum Kotzen. Also wir sind wieder bei dem Standardthema. Also wir haben wieder zwei Standardthemen. Wir haben das eine Standardthema. Warum machen sie nicht alles mit Druck? Warum ist der beim Sidebild, warum ist beim Sidebild, also dieser dem Karton für die Fotos, warum ist da gedruckt? Warum ist der Auslöseknopf bedruckt? Ja, weil sie diese Umrandung simulieren wollten. Deswegen haben sie nicht einfach eine rote Fliese genommen
rund, sondern haben gesagt, wir lassen mit Absicht ein bisschen Rand, damit es ein bisschen mehr nach dem Echten aussieht, wo ich sage, sorry, sieht man kaum. Aber dann dieser Schriftzug Polaroid Land Camera und der Schriftzug One Step bzw. 1000, warum zur Hölle sind das dann Aufkleber? Warum so inkonsequent? Weil sie können nicht bei den einen Drucken sagen, ja, die können wir ja vielleicht nochmal für was anderes gebrauchen. Nein, können sie nicht. Können sie beides, alles nicht wiederverwenden. Aber dann seid doch konsequent und druckt alles. Zweites Thema, die Farben. Ihr seht es hier schon, hier ist blau-gelb und das geht munter so weiter. Wir haben wirklich, interessanterweise, das ist glaube ich Zufall, weil Lego benutzt bei seiner Farbenseuche zufälligerweise gerne die Farben, die in diesem Regenbogen drin sind. Das ist glaube ich kompletter Zufall, aber was ich in letzter Zeit so gebaut habe, wo Farbseuche drin waren, waren auch diese Farben. Weil sie wahrscheinlich so in den Augen brennen, dass man es gar nicht falsch bauen kann. Und es ist natürlich wieder so bei diesem Set, das ist eine Lizenz, sie lockt Leute an, meiner Generation oder vielleicht sogar älter, die sagen, oh geil, eine Polaroid-Kamera. Ich habe noch nie Lego gebaut, aber die Polaroid-Kamera fand ich schon immer klasse. Was weiß ich, die ganze Fotografier-Community kann man damit abholen, die vielleicht noch nie einen Lego-Stein in der Hand hatte. Und die sollen es halt auch bauen können. Sind wir wieder bei meinem Thema, bringt das Set doch in 3 Schwierigkeitsstufen raus. Gut, hier ist es wenigstens so im Gegensatz zu dem Auto, was da hinten steht, wo man von der Seite die Farben sieht, oder zu dem Burger-Van, den ich ja gerade gebaut habe, wo man auch an den Reifen vorbeigucken kann und sieht die Farbseuche. Hier sieht man von außen nichts, behaupte ich jetzt mal. Wir gucken gleich nochmal. Wie gesagt, rot, blau, orange. Hier seht ihr es auch, ne? Magenta, dies, das, Ananas. Hier, das Teil ist die Krönung. Das Teil ist die absolute Krönung. Ich weiß nicht, ob das wirklich so notwendig ist. Das Problem ist, ich kann mich ja nicht mehr so auf den Level zurückstellen eines Menschen, der noch nie Lego gebaut hat. Ich kann mich das ja da nicht reinversetzen und kann deswegen nicht beurteilen, ob das hilft oder nicht. Vielleicht hilft es den Leuten. Ich weiß nicht, ich finde es einfach too much. Also, ne? Rot. Hier auch wieder blau, rosa. Naja, achso, und was hier halt der entscheidende Unterschied ist, und da sind wir zum ersten Mal wird hier dieses, was habe ich gesagt, Minifigurenschild benutzt. Genau, da ist es gezeigt. Wird dann hier angebaut, da oben wird es angebaut, weil wir haben, man hat es eben gesehen, hier sind wieder Unmengen von C-Clamps. C-Clamps sind gerne für interessante Bautechniken verwendet, weil bei dem Mock hat er ja einfach Slopes benutzt für die Schräge, für die Pyramide des Gehäuses. Hier kann man das nicht machen, weil wir haben ja Funktionalität im Innenraum. Das heißt, wir müssen quasi dünne Wände bauen und dünne, schräge Wände, ja gut, man nehme Plates, man nehme C-Clamps, man nehme irgendwas, wo ein Bar dran ist, draufquetscht, draufdrücken, einrasten, irgendwo lehnt es sich an, hier an diesem tollen Rahmen, den man da sieht, und fertig ist der Lack. Besser, ja, das heißt, besser geht's gar nicht. So macht man das halt. Ne? Gut, ja, wie gesagt, Farben. Hier kommt, weil man das von außen sieht, kommt nur Schwarz zum Einsatz, beziehungsweise diese schönen goldenen Kerzen sind das ja für diese Achse, die vorne, die wir ja im Video gesehen haben, dass da vorne so eine Achse ist. Hier auch, ne? Der Knaller. Schwarz, schwarz, schwarz und in der Mitte einen gelben ein Headlight ist es nicht, ein Brick mit Stud on the Side. Einen gelben, damit man auch immer schön sich orientieren kann. Und dann grün und dann blau und wieder Magenta und Lime und die Technikparts. Der eine Technikpart ist Lime, der andere ist Orange. Wie gesagt, diese Funktionalität, sehr pfiffig. Sehr pfiffig, wie der Knopf von außen gedrückt werden kann, diese Drückbewegung nach innen übertragen wird,
Dann über ein 1x2-Gummi-Liftarm hier, sozusagen die als Rückholfeder. Dann zwei Gummibänder wo richtig Kraft erfordert wird. Und es geht halt darum, dass hier mit diesen Liftarmen so eine Art Wippe gemacht wird, die unter Spannung steht. Sehen wir nachher, schiebt den Film rein oder das Foto schiebt man rein, drückt diese Wippe quasi nach hinten, die Gummibänder dehnen sich, es rastet ein, dann drückt man den Auslöser, es wird eine Sperre überwunden, die Liftarme floppen wieder in ihre Ursprungsposition zurück, dank der Gummibänder und schubsen den Film raus. Ich finde es, also diese Funktionalität finde ich richtig, richtig cool. Genau, hier ist auch noch ein Aufkleber, weil das, was bei dem Mock der Zylinder ist, ist hier dieses schwarze runde Teil, und da kommt ein Aufkleber drauf, weil im Original sind da halt so ein paar Rechtecke drauf. Da sehe ich mal locker drüber weg. Hier hat man nochmal einen schönen Blick in die Kamera mit all ihrer Farbenpracht. Ja, dann wird der Mechanismus eingebaut, dann wird vorne noch ein bisschen gebaut, dann kommt diese, was ich sagte, One-Step oder 1000-Aufkleber, dann brauchen wir noch die andere Schräge, wir brauchen die Schräge hinten. Ne? Wir haben also, das ist natürlich auch blöd, das hat jetzt alles Noppen. Es gibt halt diese Wedges nicht als Fliesen. Es wäre wahrscheinlich too much, wenn da jetzt noch eine Schicht Fliesen obendrauf käme. Es gibt ja auch so dreieckige Fliesen. Also vielleicht hätte man es ein bisschen glatter hinkriegen können, dass jetzt der ganze Hintern von der Kamera, dass das alles noppig ist, finde ich persönlich nicht so schön. Weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht auch hätte mit Fliesen lösen können. Weil das ist eigentlich immer eine Schicht Plates in bunt und dann kommt obendrauf eine Schicht Plates und Wedges in schwarz. Man hätte auch die Trageschicht in schwarz machen können und dann überlegen können, was kann man in der Außenschicht in Fliesen realisieren. Nur eine Idee. Vielleicht gibt ja auch nicht, glaube ich, nicht so viele Fliesen in allen möglichen Formaten. Vielleicht ist das der Grund. Gut, dann wird hier der Viewfinder gebaut. Das ist die, ne? Lego hat halt nicht das Problem mit den Rundungen nach unten, weil sie haben die Inverted Brick oder die Brick Curved Inverted. Dadurch kann man im Gegensatz zum Mock, kann man beim Set durchgucken. Was natürlich ein ganz nettes Feature ist. Und diese Kamera hat im Gegensatz zum Mock keinen Blitz obendrauf, hat aber den Schlitz quasi um den Blitz theoretisch draufzusetzen. Also könnte man sich selber vielleicht was bauen. Ja, dann kommt hier die Geschichte. Das ist hier der Regenbogen, ist relativ simpel, sind auch einfach nur Plates übereinander gestapelt, aber ich weiß nicht, ob das eine Idee vom Ursprungsdesigner ist oder vom Lego, da müsste ich jetzt zurückblättern. Es geht halt darum, dass hier gesagt wurde, wir wollen links und rechts nach außen jeweils Noppen haben. Das heißt, wir müssen die Baurichtung umkehren. Und wie wird das gemacht? Hier werden einfach Plates aufeinander gestapelt, beziehungsweise die unterste Etage sind inverted tiles, also invertierte Fliesen. Und diese Fliesen haben in der Mitte noch ein kleines Loch. Dann baut man sozusagen die eine Hälfte von quasi blau plus Regenbogen plus weiß, bis man oben mit Wedges angekommen ist, mit Noppen nach oben. Und dann kommen da so Bars rein, natürlich in einem schönen Leim. Man sieht sie ja nicht. Dann baut man quasi das gleiche nochmal, aber sozusagen man fängt an mit weiß, weil den Regenbogen haben wir ja schon. Und das unterste sind wieder diese invertierten Fliesen mit Loch in der Mitte, in weiß. Und da kommen ja diese 1x, 2x 4 hoch oder 3 hoch? 3 hoch. Ne, das ist 1 mal 2, 3 hoch und die sind innen hohl und das ist wichtig, weil das wird leider nicht so schön gezeigt. Also wir haben hier die Bars, die da rausgucken, die auch nicht weiter reingehen können, weil da kommt ja gleich eine Plate, die stoßen also relativ schnell, die können nicht weiter reinsacken,
Aber sie können natürlich, das wird hier leider, also hier hätte ich mir nochmal eine Zeichnung gewünscht, so noch im Auseinanderzustand. Und dann schiebt man halt den weißen Teil auf den bunten Teil, auf die Bars, die rausragen, schiebt man da drauf. Die Bars stecken dann hinterher in diesen Hohlräumen von den weißen 1x, 2x, 3. Und somit haben wir die Baurichtung umgekehrt und haben links und rechts Noppen nach außen. Das sind dann so die Sachen, die mich begeistern. Solche Bautechniken. Genau, und dann baut man es da vorne dran und fertig ist der Lack. Dann holt man die fertigen Fotos. Das ist ja die Schachtel, die wir schon gebaut haben. Dann haben wir die fertige Kamera. Dann klappt man das Ding auf, schiebt den Film rein. Achtung, weil es ein Federmechanismus ist, kommt das berühmte Symbol. Niemanden an den Kopf schießen damit. Also, das wäre eher unfreiwillig. Weil wenn der Film weit genug reingeschoben ist, rastet es halt ein. Dann macht man die Klappe zu. Dann macht man das Foto und dann kommt der Film raus, aber er fliegt halt nicht durchs Zimmer, sondern er guckt halt ein Stück aus der Kamera raus. Gut, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe die Filme, wir haben uns die Website angeguckt, wir haben uns die, jetzt hätte ich beinahe das schon rübergeschoben, solange wir das noch gucken. Wir wollen jetzt mal Butter bei die Fische, obwohl die Anleitung brauchen wir jetzt nicht. Nein, da wollte ich hin. Sehr schön. Wir haben, ja, ich sehe meine Hand. Alles ist gut. Dann gucken wir uns, jetzt erstmal den Mock an. Der Mock ist sehr kurz und kompakt. Ist mir jetzt so im Nachhinein aufgefallen. Er ist sehr kurz, sehr kompakt. Der Viewfinder ist halt, hat hier zwar Trans Clear, aber man kann nicht durchgucken. Er hat vorne zwar eine Scheibe, aber man kann halt nicht durchgucken. Er hat den roten Knopf, wo sie einfach so versucht haben, das zu simulieren. Hier ein bisschen klein ist ja der Aufkleber beim anderen drauf, ist aber beim anderen eine 1x3 Fliese. Das ist dieser Drehregler, also der Zylinder. Obendrauf der Blitz. Hier sind halt die. Ich frage mich, ob ich die abmachen kann. Ja, ich kann sie abmachen, um euch das mal zu zeigen. Hier, das sind halt diese. Ne? Es ist halt eigentlich so rum. Ne? Hier sind halt versteckt, sind halt, ich brauche ein bisschen Licht. Da sind halt Bars. Und dann plopp drückt man den da ran. Der ist hier einfach nur, der hängt hier nur an vier Noppen, der Viewfinder. Und das ist halt hier die Unterseite. Und das finde ich halt auch cool. Die ist halt einmal komplett gefliest. Keine negativen Noppen unten. Mehr aus der Not geboren, weil er musste ja eh die Baurichtung wechseln, um diese Curved Bricks zu verwenden. Ne? Also von hier sieht man den Schlitz, das ist halt, da ist so ein bisschen Tesla-mäßig ein Spalt. Ja, Entschuldigung. Aber dieses ganze Teil hier, dieser Bereich ab dem großen Spalt, der ist andersrum gebaut und der wird eben hier draufgesetzt auf Noppen, die man vorher auch mit diesem Bar-Clamp-Trick umgedreht hat. Jetzt, als ich das Ding gebaut habe, dachte ich, ja, sieht ja super aus. Als ich jetzt das Lego-Ding gebaut habe, dachte ich so, wer hat jetzt die falschen Proportionen? Weil die Lego-Kamera, zu der kommen wir gleich, die ist viel länger. Und ich habe zwar keine Polaroid-Kamera, aber ich habe etwas, was heute mal herhalten muss als Ersatz. Ich habe einen Schlüsselanhänger. Den haben wir irgendwann mal, ich glaube, meine Frau hat den mal gekauft. Es ist tatsächlich ein Polaroid-Schlüsselanhänger. Ich glaube, da war mal ein Federmechanismus, dass man den hier reinstecken konnte und dann den Knopf drücken konnte und dann kam dieser Film raus. Aber jetzt geht das nicht mehr. Man hört, dass da irgendwie so. Also ist da was drin, aber es funktioniert nicht mehr. Aber. Das muss jetzt mal herhalten für die Proportion. Und wir sehen, ja, die Proportion von dem, es ist doch sehr gestaucht. Dieser Teil müsste viel länger nach vorne gehen, viel flacher und weiter nach vorne gehen. Hier hinten, also dieser Bereich, müsste viel, viel steiler sein. Hier müsste es eigentlich in Richtung Viewfinder gehen. Hier kann ich ja durchgucken. Also, es ist schon eine etwas sehr freie Interpretation vom
Original. Ich habe es damals nicht gemerkt, weil so von Fotos oder Erinnerungen dachte ich, boah, ist eine Polaroid. Ja, ist ja auch auf den ersten Blick eine Polaroid. Und wie gesagt, sie hat den Blitz, sie hat die Knöpfe, sie hat den Regenbogen. Man kann den hier auch nicht mehr hochklappen, obwohl er ja eigentlich an C-Clamp sitzt. Also, das ist schon eine coole Technik. Oh, hier darf man nicht zu doll drücken. Nun aber, ich lasse sie mal hier so stehen. Wie gesagt, das ist unser Proportions-Dummy. Kommen wir jetzt aber zur richtigen, beziehungsweise wir kommen erstmal. Kommt jetzt mal weg. Zum Sidebild. Den Sidebild baut man als erstes, so ähnlich wie beim Pac-Man, habe ich ja schon beim Bau gesagt. Wir bauen erstmal den Sidebild. Der ist natürlich wirklich schlicht und simpel, ne? Platten, Bricks und dann halt die schön bedruckten Fliesen. Hier war ich erst stutzig, warum ist das hier so gestückelt? Ja klar, es gibt keine 4x6 Fliese. Es gibt eine 4x4, eine 2x4, eine 6x6, aber es gibt keine 6x4 Fliese. Deswegen ist es ein bisschen gestückelt. Hier ja auch. Also es gibt halt keine 2x10, es gibt eine 2x6 und eine 2x4. Und hier genauso. Da mussten sie halt stückeln. Aber gut, das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich habe nur beim Bauen gesagt, tja, hättet ihr mal Aufkleber genommen, dann hättet ihr hier einfach bupp einen großen Aufkleber drüber, bupp einen großen Aufkleber drüber oder bupp oder macht einfach einen Riesenaufkleber. Ich habe es vergessen, sie müssten da oben sein. Das hatte ich beim Bauen schon gesagt. Bei dem Nintendo-Set baut man ja Spielmodule. Solche Aufkleber. Bupp, einfach drauf. Sie hätten es sich so einfach machen können. Ich finde es ja gut, also dass ihr mich nicht falsch versteht. Es geht mir um die Inkonsequenz. Es geht mir um die Inkonsequenz. Hier super schicke Aufkleber, Drucke und dafür an anderen Stellen die Aufkleber. Apropos, wir können ja nochmal gucken. Das ist hier den Umschlag, den wollte ich eigentlich zulassen. Ich musste ihn aufmachen, weil die Fotos da drinnen sind. Annähernd im Polaroid-Format und irgendwo hier. Glaube ich doch. Habe ich die. Ich habe irgendwo die Aufkleber. Hi, Tessie. Habe ich dich übersehen oder bist du jetzt erst im Chat aufgetaucht? Also hier sieht man halt die Fotos, die bedruckten Fliesen. Ich habe irgendwo in irgendeiner Seite habe ich die Aufkleber. Es ist auch ein winzig kleiner Aufkleberbogen. Ich hoffe, ich habe ihn nicht versust, weil eigentlich bin ich schon dafür, sie aufzubewahren. Wer weiß, wer irgendwann mal dieses Set bekommt. Es ist ein ganz kleiner Bogen, weil es fehlt. Das Einzige, was hier, ne, ist hier dieses One-Step oder 1000 Polaroid Land Camera. Und das sieht man jetzt nicht hier so am Rand. Einmal am Außenrand ist halt auch ein Druck. Einfach nur diese Balken. Ja. Okay, da wollten wir uns jetzt aber gar nicht mehr drüber länger aufregen. Wir wollten uns jetzt eigentlich mal endlich nach, ich gucke mal auf die Uhr, 44 Minuten, kommen wir doch jetzt endlich mal zum Set. Aber nicht, natürlich, ohne den formschönen Teiletrenner, der natürlich dabei ist, zu bewundern. Gut. Ich lege sie mal bewusst so hin. Ich lege mal unser Muster daneben. Ja, muss man sagen. Mach nochmal, wir müssen uns den Blitz wegdenken. Ne? Aber ja, die Kamera hat die Proportion von der echten Kamera natürlich viel besser erfasst als der Mock. Bin ich sofort 100% dabei. Ja, von vorne. Gut, von vorne ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, der ist ein Tick. Gut, der kriegt halt das mit dem Winkel nicht so hin. Mich wundert, dass er das mit den Farben. Ich weiß nicht, ob die Farbe neu hinzugekommen ist, dieses Rosa. Er fängt einfach mit Rot, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau. Hier ist es halt Lime und ein helleres Blau. Ne? Da vorne, ziemlich weit vorne. Ich guck noch mal, wenn du sagst. Hast du sie eben gesehen oder hast du dich daran erinnert? Wie gesagt, vielleicht sind sie mir ja auch rausgefallen. Ziemlich weit vorne. Mich wundert, dass sie nicht rausgefallen sind beim Schütteln.
weiß nicht, was ich mit ihnen gemacht habe. Vielleicht liegen sie ja hier auch irgendwo. Ich muss nochmal ordentlich suchen. Also wie gesagt, von vorne haben sie... Ich muss mir das Video nochmal angucken. Der hier, er hat ja keinen durchgehenden... Also hier seht ihr, hier kann man durchgucken, durch den Viewfinder. Hier ja nicht, weil der Viewfinder ein Balken ist. Er hat aber hier so einen gelben... eine gelbe Plate eingesetzt. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Vielleicht ist das sogar... Ich meine, dass da irgendwas angezeigt werden konnte. Ne? Aber so im... Ne? Wir haben klar, wir haben eine rote Fliese, wir haben eine weiße Fliese mit rotem Aufdruck, eine 1x2, eine 1x3 Fliese, wir haben in beiden Fällen das gleiche Fenster, wir haben zwei unterschiedliche Drehknöpfe, aber ansonsten, da sind die Proportionen doch ganz gut oder sehr gleich. Ne? Ich halte das mal... Wie weit muss ich an die Kamera ran, damit das ungefähr gleich, dann wird es unscharf. Dann wird es unscharf. Ne? Aber man hat so eine Vorstellung davon, dass das, ob das okay ist. Hier finde ich, ist es deutlich größer. Naja, gut. Was ich sagte, das haben wir im... Man sieht schwarz auf schwarz. Hier, das war in dem Video, dass hier dieser Film-Ledge... Ne? Also, dass man den eigentlich betätigen muss, um das hier aufzuklappen. Also bei der echten muss man hier irgendwas machen, damit man den aufklappen kann. Das machen wir später. Das hier hat ein bisschen Spiel. Ne? Das ist auch wieder logischerweise, hier sieht man das, ne? Das sind wieder Brick Modified mit einem Bar, die in C-Clamps reingehen. Wie immer, wenn man was Schräges haben will. So, wenn der dann hochgeklappt ist, hat er kein Spiel mehr. No, hier ist halt der Trick, also das ist die Geschichte, dass auf beiden Seiten Noppen außen sind. Das finde ich gut, dass man nicht gesagt hat, ach, dann haben wir halt auf der einen Seite negative Noppen. Nein, entweder wir haben auf beiden Seiten negative Noppen, so gut wie unmöglich, oder wir haben auf beiden Seiten positive Noppen. Ist okay. Von unten ist dieses Set halt nicht so schön wie das Mock, weil hier haben wir negative Noppen, bei dem hatten wir Fliesen, weil Baurichtungsänderung. Ich habe noch nicht, sieht man die hier? Nee, ich weiß nicht, warum hier so Bricks benutzt wurden. Auf Seite 69. Okay, letzter Versuch. Seite 69. Man hat auch keine Geheimnisse, wenn man streamt. Tatsache. Ich sage ja, man hat keine Geheimnisse. Wie gesagt, das ist alles. Das ist eine Handfläche. Nicht mal. 1000 One-Step Polaroid und dieses Ding. Warum konnte man das nicht drucken? Weil sie sagen, wir können schlecht weiß auf schwarz drucken. Wird grau. Haben sie sonst auch keine Schmerzen. So, jetzt packe ich es aber ganz nach vorne. Merken. Vorne. Danke. Seite 69. Könnt ihr euch jetzt euer Teil denken, warum es Seite 69 war? Was ich ein bisschen schade finde, dass hier die Linse so schwarze Sachen sind. Hier ist es wenigstens trans-clear. Dass es hier ein Rad ist, was sich dreht, also es ist ein richtiger Gummireifen, da ist hier, das ist halt eine Felge, eine schwarze Felge. Ist das eine schwarze Felge oder eigentlich ein anderes Teil? Ich glaube, eine schwarze Felge. Ja. Ich weiß nicht, warum sie hier nicht trans-clear genommen haben. Es könnte damit zu tun haben, dass dahinter die Farbenseuche ist. Wenn da jetzt trans-clear wäre, gut, nun sieht das Ding von der Rückseite auch nicht sehr spannend aus. Also wenn das Trans-Clear wäre, würde man... Aber man hätte vielleicht, weiß ich nicht, weiß mit Trans-Clear, irgend sowas in der Richtung. Aber hier, ein schönes Beispiel für die Farbenseuche. Ich habe das schon mal abgebaut und wollte es wieder anbauen und bin wahnsinnig geworden. Nein, der Wahnsinn hält sich in Grenzen. Ne? Also die Taste hier lässt sich drücken, aber nur ein bisschen, weil da ist dieser Gummi... Zweier Liftarm, der den wieder nach vorne bewegt. Ja, wir haben, ne, man kann hier wieder durchgucken. Ne, hier, hallo, Hand, keine Hand, Hand, keine Hand. Ich sage es genau verkehrt rum. Ja, und hier haben wir halt diese Schrägen. Und ich habe gelogen, weil wenn wir da reingucken, dann sehen wir die Farbseuche. Na, ich weiß nicht, ob man es da über meinem Finger, unter der Noppe, da sieht man die Farbseuche. Weil sie halt diese Dinger, diese Seitenteile, die wir hier anbauen, weil sie die halt auf
warum auch immer, auf lila gebaut haben. Jetzt habe ich das Ding hier abgerupft. Jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden. Ach, darf ich wahrscheinlich das halbe Set wieder auseinanderbauen. Aber wir versuchen es mal von hier wieder zu reparieren. Aber es ist, aber die gute Sache, ich kann euch ein bisschen die Farbseuche zeigen. Wir haben sie ja schon in der Anleitung gesehen. Und ich glaube, ich baue das noch nicht an, weil dann können wir uns den Mechanismus in Aktion angucken. Das ist doch auch cool, fällt mir gerade ein. So, du kommst dahin. Nee, nee, du sollst dich nicht bewegen. So, und dann haben wir hier nämlich die Geschichte, da haben wir C-Clamps. Hier haben wir dieses Minifigurenschild. Und wie gesagt, dass diese Teile hier, ist es Magenta, es ist mir scheißegal, Pink, nenn es wie du willst. Warum? Ne? Und was ich schon sagte, man hätte die schwarz machen können und dann hätte man hier oben drauf Fliesen. Gut, bei den Wedge ist schwierig mit Fliesen, aber egal. So, und das drückt man dann halt da drauf und dann ist es wieder die Schräge. Aber wir lassen das mal absichtlich weg jetzt. Hier oben halt der Schlitz für den Blitz, den es ja nicht gibt. Wäre natürlich auch noch ein cooler Side-Bild gewesen, wenn man noch den Blitz extra baut und dann vielleicht hier irgendwie so ein paar Noppen spendiert, wo er sich festhält. Just an idea. Ja. Und hier halt, das haben sie halt sehr gut hingekriegt. Also wenn man das vergleicht hier, die Diagonalen, ne? Das mit den Diagonalen haben sie schon richtig, oder der Designer, das hat er schon richtig gut hingekriegt. Das muss man wirklich sagen. So, nun gucken wir uns mal die Kamera in Action an. Also wir mitgeliefert sind drei Fotos. Dieses Foto hier, könnt ihr es erkennen, ist das Lego-Haus im Legoland Billund. Ne, da gibt es ja dieses, oder war das direkt in Billund? Ne, es war glaube ich eine Ecke weg. Na jedenfalls, das ist es. Das habe ich nicht rausgefunden, ob das irgendwas Special ist. Ich habe mir jetzt auch nicht dieses Booklet durchgelesen. Aber das ist halt hier eine Frau, die, weiß ich nicht wo, Café Olé und eine Stulle. Und das hier haben wir im Booklet gesehen, soll Herr Erwin Land, nein, Mr. Land. So, und was jetzt nicht stimmt, also in echt hat man halt so eine Kassette und die Kassette muss man halt, klappt man hier auf und dann ist hier ein viel, viel größerer Schlitz als das, was hier jetzt zur Verfügung steht. Da kam halt diese ganze Kassette rein, haben wir ja in dem Video gesehen, einrasten, dass sie auch wirklich ganz weit eingerastet ist. Hier kommt jetzt wirklich nur das Foto rein und ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich löse mal kurz aus, damit wir es sehen. Was wir hier, oder? Ich muss mal gucken. Da seht ihr hier, das hier sind die schwarzen Liftarme. Ich muss immer gucken, dass das Licht da gut drauf fällt. Und wenn ich jetzt hier drehe, seht ihr? Und wenn ich jetzt weiter, man sieht, wie die Liftarme nach hinten gehen. Man sieht, wie diese herrlich Leim, Orange, Blau. So, und jetzt habt ihr gesehen, ist er runtergesprungen. Ne? Der hier ist runtergesprungen. Und der hier hält jetzt den Schlitten. Das ist diese Konstruktion, die aus 1000 Farben bestand. Die Konstruktion, ich nenne das mal den Schlitten. Der Schlitten wurde nach hinten geschoben vom Foto. Der Schlitten hat die Liftarme weggedrückt, die jetzt hier, sieht man das da? Ja, sieht man bestimmt nicht. Da sind die Gummibänder, sind unter Vollspannung. Und dieser blaue hier, das ist ja so, was ich immer so ein Winglet nenne, der hält jetzt den Schlitten fest. Und wenn ich jetzt, und dann hat man in echt, eigentlich hat man wie gesagt diese ganze Kassette reingeschoben, hat dann zugeklappt und dann blieb halt nur noch dieser kleine Schlitz übrig und jetzt ist hier was abgefallen. Ja. Das ist schön, dass das jetzt abfällt. Ja, das ist nämlich... Jetzt kommt tatsächlich der Teiletrenner zum Ende. Jetzt reißen wir das Ganze ab. Das ist nämlich... Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass dieser Schlitz soll halt möglichst klein sein.
Und um das hinzukriegen, wird hier halt gebaut, 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 sodass am Ende wirklich nur ein hauchdünner Schlitz übrig bleibt. Ne, seht ihr hier, das ist wirklich da. Ne, hier sind das hier, die Unterkante, das sind Slopes, also diese 1x2 in schräg. Und von oben sind Brackets und da ist wieder eine Fliese dran, sodass wirklich ein Schlitz entsteht, der wirklich so, ja, seht ihr, hauchdünn ist. Und dadurch, dass das von unten Slopes sind, wenn der Film jetzt gleich rauskommt, dann drücken die Slopes den nach oben und es gibt keine Kante, an der sich verhaken kann. So, ich zeige jetzt einmal den Effekt. Muss ich so halten, wie es von vorne aussieht. Ich drücke jetzt hier den Knopf. Film kommt raus. In echt würde es eigentlich machen und er würde langsam rauskommen und man würde ihn abziehen. Und natürlich wäre das Foto noch nicht fertig. So rum sollte ich es halten, das wäre noch nicht fertig. Dann würden Leute schütteln, was nicht notwendig ist. Und dann bildet sich irgendwann nach einer Minute, erscheint halt, oder nach und nach erscheint halt das Bild. Jetzt gucken wir uns dieselbe Chose nochmal an. Ach so, ich glaube, muss ich das aufklappen? Kriege ich das nicht hin im zugeklappten Zustand? Eigentlich? Nee, ich muss aufklappen. Ja, weil ich muss wirklich. Könnte auch im aufgeklappten Zustand auslösen. Und jetzt gucken wir uns das hier mal an. Man sieht schon, wenn ich, ne, kann den ein bisschen runterdrücken. Ihr seht, achtet mal auf den Orangen. Der Orange, das ist witzig, weil dieser Leimfarbene hat ja hier so eine Vertiefung und hier ist in dem Orangen steckt so ein Noppenpin drin und die Noppe von dem Noppenpin rutscht in dieser Vertiefung, hebt irgendwann diesen grünen Liftarm nenne ich immer hoch. Das Blaue geht nach oben, der Schlitten hat freie Fahrt, die Liftarme schubsen den Schlitten nach vorne, der Schlitten schubst das Foto nach vorne. Das Ganze sieht dann, ich versuche es mal ein bisschen so zu halten. Zack. Ne, es geht rasend schnell. Und das ist der ganze Mechanismus. Wer jetzt fragt, was soll diese goldene Achse? Es ist so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe mit diesem Polaroid-Prinzip. Diese Polaroid-Fotos waren ja ein ziemlich dicker Packen. Und die hatten ja hier unten, hier in diesem Weißen, das war ja so wulstig. Und es wurde halt das Ding belichtet. Man drückt den Auslöser, es wird belichtet. Und dann wird es rausgeschoben. Ne? Macht es ja. Und beim Rausschieben wird es halt an dieser Achse vorbeigedrückt. Und die Achse presst einmal die sogenannte Entwicklungspaste, nannte sich das, glaube ich, die sich halt in diesem Bereich befand, die wurde quasi von dieser Achse einmal so über das Bild gestrichen. Und das waren die Chemikalien, die die Entwicklung auslöste. Weil es musste ja irgendwas passieren, mechanisch, dann chemikalisch, was vorher nicht passiert. Sozusagen durchs Rausschieben wurde aus dem unteren Bereich die Entwicklungspaste über den belichteten Bereich geschoben und die Chemie tat ihren Dienst. Und das tut sie auch, wenn man das Ding nicht schüttelt. Und dann entstand das Bild. Und das war halt dafür war diese Achse zuständig. Oder auch für das Rausschieben. Kann sein, dass sie auch für das Rausschieben zuständig war. So, jetzt versuche ich mal. Das ist nicht so einfach, weil eigentlich macht man das, also eigentlich baut man die erst an und dann die. Ich versuche jetzt trotzdem mal, ob ich diese Schräge wieder einsetzen kann. Ich glaube, ich muss. Das ist natürlich. Das ist ein Teufelskreis, weil wenn ich die abnehme, muss ich den abnehmen, muss ich alles auseinanderbauen. Wir versuchen mal unser Glück. Und da hilft vielleicht wieder unser Freund Schraubenzieher. Jetzt hat sich nämlich. Vielleicht ist es besser, wenn ich den dran lasse und dann das Ganze versuche draufzusetzen. Ich sehe schon, ich glaube, ich muss das halbe Set nochmal auseinanderbauen, um das wieder zusammenzukriegen. Aber wie gesagt, jetzt ist der im Weg, dem ist der ist dem im Weg, den kann ich nicht rausnehmen.
Okay, da habe ich mir was eingebrockt. Ja, bei der Kamera muss man noch einen Lack auftragen. Ich weiß nicht mehr, ob es für die oder gegen das Weiterentwickeln war. Ja, das kann natürlich sein, dass sozusagen der Stopper fehlte. Das ist ja der Fixierer. Wenn man selber entwickelt, hat man ja Entwickler und Fixierer. Und du packst das Foto, also den Abzug erst in den Entwickler oder auch den Film in den Entwickler. Dann entwickelt, entwickelt, entwickelt. Das darf nicht zu lang, nicht zu kurz. Und dann nimmst du es raus, aber selbst dann würde es noch weitergehen, deswegen musst du ihn in den Fixierer packen. Wahrscheinlich war das so was Ähnliches, dass der Vorgang gestoppt wird. Das ist ja auch der Grund, meine ich bin jetzt kein Kochprofi, ich meine, dass man ja Sachen, die man kocht, also Eier, Nudeln, Kartoffeln, dass man die abschreckt, weil man zu einem definierten Zeitpunkt möchte man den Garprozess stoppen. Wenn man sagt, so, die Nudeln sind jetzt perfekt al dente, wenn man sie dann abgießen würde und sie würden mit sich selber noch in so einem Sieb liegen und man würde sie nicht abschrecken, dann würde ja der Garungsprozess noch weitergehen. Außer man ist so talentiert, dass man sie genau so viel vorher rausnimmt, dass sie dann hinterher im Sieb, wo sie noch weiter vor sich hingaren, dass sie dann perfekt sind. Aber das ist, glaube ich, schwer hinzukriegen. Deswegen, wenn man sagt, so, jetzt sind die Kartoffeln gar, jetzt sind die Nudeln al dente, jetzt sind die Eier genauso, wie ich sie haben möchte, rausnehmen, Kaltwasser, Garungsprozess. Stoppen. Hat jetzt mit Fotografie nicht viel zu tun, aber es erinnerte mich einfach daran. Und es ist ja hier mein Kanal, da kann ich ja abschweifen, wie ich lustig bin. Und ich ärgere mich, dass ich dieses Ding jetzt hier. Ja, das ist. Es kommt halt auf die richtige Reihenfolge an. Der muss vor dem und der muss vor dem angebaut werden. Und ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, hier Kraft so in einem Winkel anzubringen, oder? Nö, dann geil, jetzt fällt mir hier alles. Warum mache ich das vor laufender Kamera? Ich kann mich nur blamieren. Man sieht auf der gegenüberliegenden Seite, da sieht man auch dieses Schild, ne? Also das Prinzip ist auf beiden Seiten das gleiche. Ja, aber wahrscheinlich muss ich wirklich den erst anbringen. Ne? Also erst die C-Clamps. Dann der, aber den jetzt, weil, ja, ich mache es irgendwann in Ruhe. Gut, fällt mir noch was ein? Ich glaube nicht. Ich habe sicherlich auch dummes Zeug teilweise erzählt. Ich bin ja nun, hier ist ja nicht der Fotopodcast, wir sind nicht Happy Shooting. Aber so alles, was ich an gefährlichem Halbwissen habe, habe ich jetzt hier mal zusammengetragen. Also wie gesagt, mit den Kameras, also man sieht die Farbenseuche von außen ja zum Glück nicht wirklich, außer man lugt durch die Schlitze. Dieses Modell zeigt, wie man es ohne Farbenseuche hinkriegt. Ich weiß ja nicht, wie der Ideas-Entwurf war, wahrscheinlich auch ohne Farbenseuche. Die Fotos, ja, nett, damit man es mal machen kann. Der Mechanismus, die Technik finde ich cool, dass hier Drucke benutzt wurden, sehr schön, warum das nicht konsequent durchgezogen wurde. Mir ist, wie gesagt, vorhin erst, als ich die Aufkleber dank Andi gefunden hatte und in der Hand hatte, da ist es mir erst klar geworden, es könnte der Grund sein, dass sie sagen, wir können nicht weiß auf schwarz gut drucken. Gar nicht oder nicht gut. Weil das ist ja auch das, was immer wieder der Held kritisiert, wenn die irgendwie auf was Weißes, wenn die auf was Rotes weiß drucken, wird es rosa, weil es durchschimmert, weil sie nicht vielleicht zweimal, weiß ich nicht, ob das geht. Aber gut, damit müssen wir leben. Wie gesagt, jetzt habe ich zwei Polaroids, drei, wenn man die kleine mitzählt, und immer noch keine echte. Aber ist ja auch, glaube ich, ein teurer Spaß, mit denen zu fotografieren, gerade heute noch. Und es ist auch nicht so effizient. Ne? Aufkleber kann man auswechseln. Ja, Abnutzung der Drucke, klar, das ist ja auch eine Stelle. Ich werde auch tausendmal über dieses Tausender-Logo drüber rubbeln. Das. Gut, man kann damit. Es hat ja Funktion. Es ist ja kein reines Regalstellset, aber gut. Müßig. Wir machen Feierabend, ich mache Feierabend, genauer gesagt. Und dann mal schauen, wie es, wann es, wo es, womit es hier weitergeht. Wir werden es sehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss. 1.